ja, ich will einfach mich mal abschießen. So ein Crosslauf macht immer Spaß, vor allem bei dem Wetter. Kann man sich richtig schön auspowern. Es geht ziemlich rauf und runter und durchs Gelände. Und der Reiz liegt halt in den drei aufeinanderfolgenden Läufen. Aufgepasst, denn bei diesem Lauf trennt sich die Spreu vom Weizen. Die beliebte Sega-Serie des SC Tegeler Vor steht wieder an und viele Läuferinnen und Läufer wollen aufs Neue ihre Willensstärke und Ausdauer bei der härtesten Crosslauf-Serie in Berlin und Brandenburg unter Beweis stellen. Hier über 800 Meter, 1500 Meter sind so unsere Strecken und unser Trainer hat dann halt gesagt, ja, hier, lass uns mal Crosslauf versuchen, vielleicht ist es ja was für uns und dann hat er uns halt hier angemeldet. Um 12 Uhr erfolgt der Startschuss am Sportplatz in der Heidenheimer Straße für die knapp 250 Läuferinnen und Läufer, die sich in insgesamt 5 Kategorien messen können. Dann wird sich zeigen, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind. Denn egal in welcher Laufklasse die Teilnehmenden an den Start gehen, jeder muss mindestens einmal die 3,6 Kilometer lange Strecke absolvieren. Die Herausforderungen bei der Sega-Serie liegen darin, dass es einen sehr großen Höhenunterschied gibt bei der Strecke. Also es sind, glaube ich, ungefähr 70 Meter Höhenunterschied und sie ist sehr abwechslungsreich und sie ist, glaube ich, die härteste Crossstrecke in Berlin. Alle Läuferinnen und Läufer der Kategorien Fun und Silber, genauso wie die Kids, absolvieren eine Runde. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klassen Gold und Diamant haben den Luxus, das Gefühl des Zersägens zwei- bzw. dreimal zu verspüren. Gleich zu Beginn des Laufes wartet eine Steigung auf die Lauflustigen und auch der Rest der Strecke hält noch einige Überraschungen bereit. Ja, das sind diese zwei Berge. Erst kommt dieser ganz steile, wo man dann schon nicht mehr kann. Ich sag mal, da möchte man am liebsten aufhören oben und dann geht's weiter und dann am Ende kommt noch so einer, der geht erstmal so ganz leicht hoch, aber der zieht sich dann. Einmal im Ziel angekommen, ist die Erleichterung gleich viel größer. Die Herausforderung Sega-Serie ist gemeistert. Vorbei ist es dennoch noch lange nicht, denn bereits in 2 bzw. 4 Wochen steht der zweite und dritte Lauf der Serie an. Während die Kids und alle der Kategorien Fun weiterhin nur die 3,6 Kilometer laufen, dürfen sich Silber, Gold und Diamant über je eine Runde mehr freuen. Für die härtesten der Harten bedeutet dies in der Diamant-Kategorie 18 Kilometer, was 5 Runden entspricht. Für den zweiten und dritten Lauf haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass genauso viele Teilnehmer hoffentlich kommen werden, dass die Teilnehmer genauso viel Spaß haben werden und dass hoffentlich das Wetter ähnlich gut sein wird. Die heutige Challenge haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwar bestanden, doch erst in den nächsten 4 Wochen wird sich wirklich zeigen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.